Hallo zusammen, willkommen bei Nerdgedöns. Ich bin Olli und das hier ist eine neue Folge Aufmachen. Ja, diesmal wieder mit Post von Rebuy. Einmal mit einem, ja, mittelgroßen Paket und mit zwei kleinen Sachen, zwei kleinen Umschlägen von eBay. Wird also keine so lange Folge, denke ich mal. Fangen wir auch mal direkt an und machen wir das Ganze auf. Diesmal hier sogar ohne Schere, weil ich denke, ich kriege alle drei Pakete auch so geöffnet. Aha, hier haben wir, ich weiß mal wieder nicht genau, was ich bestellt habe. Hier. Es fühlt sich nicht ganz an wie ein. Nee. Was ist es? Ist eine Hörspielkassette? Ich habe auch keine Hörspielkassette bestellt. Also hier habe ich tatsächlich, bei den anderen weiß ich ungefähr, was drin ist, aber hier habe ich tatsächlich überlegt, was könnte es sein? Oder jemand hat eine irgendwie kreative Verpackungsmethode gewählt. Hatte ich nicht ein Gameboy-Spiel bestellt? Ach nee, ah, okay, doch, ich weiß es. Ja, alles klar. Ich ziehe es mal so raus, dass ihr es zuerst seht. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf dem Kopf steht. Ja, natürlich. Und zwar hier, Tennis für den Atari 2600. Klassiker. Jetzt auch nicht so teuer natürlich. In ganz gutem Zustand. Hier vorne ist so eine, da ist eine kleiner Riss, kleine Kerbe in dem Etikett, aber ansonsten ist es echt top. Und ja, das war recht erschwinglich. Ich glaube, ich habe 1 € noch was dafür bezahlt, plus Versand 1 €. Also ja, ich glaube 2,60 oder 2,30, 2,60 so um den Dreh mit Versand. Kann man mal machen, denke ich. Klar, das ist jetzt kein teurer Titel, aber also auf den letzten Retro-Börsen habe ich öfter gemerkt, dass Atari 2600-Spiele erstmal gar nicht so oft vorkommen, habe ich den Eindruck gehabt. Und wenn ich sie mal gesehen habe, dann haben sie gleich irgendwie 5 € aufwärts oder so gekostet. Also für 2 € noch was war ich hier ganz zufrieden. So, dann haben wir wieder eBay. Und da bin ich mir ziemlich sicher, was es ist. Es müsste ein PC-Spiel sein. Auch hier ziehe ich es mal jetzt so raus, dass ihr es zuerst seht. Ich habe keine Ahnung, wo vorne und hinten ist, aber das kann man ja theoretisch erfüllen. Ja, gucken wir mal. Nee, genau falsch rum. Also müsste es. Ah, okay. Ja, warte, ich ziehe es einfach so raus und halte es euch mit der Vorderseite hin. Es ist Simon the Sorcerer. Und zwar eines der neueren Spiele, die ja nicht so besonders gut sein sollen. Also ich glaube, die haben so 70er-Wertung oder sowas damals eingefahren in den Zeitschriften. 60er bis 70er oder sagen wir mal so 65 bis 75, meine ich mich zu erinnern. Ich habe sie aber nie gespielt. Das war so nach der Zeit, wo ich aktiv PC gespielt habe. Und ja, in der letzten Zeit habe ich mal wieder öfter mich damit auseinandergesetzt und habe jetzt eigentlich Bock bekommen, so ein paar Sachen nachzuholen. Ich habe ja, habe ich schon mal gezeigt, Simon the Sorcerer 1 und 2 noch von damals, meine Original-CD-Fassung. Und habe jetzt gedacht, komm, guckst du mal bei eBay. Und das hier, das hat man leider nicht gesehen. Sieht man hier vielleicht, ist jetzt nicht so schön. Ist hier sehr wellig leider. Mal gucken, ob es was hilft, wenn ich einfach die Hülle austausche. Gucken wir doch direkt mal rein. Also innen ist es komplett, ne? Anleitung ist dabei, CD. Sah auf den Bildern sehr gut aus. Ja, hier auch keine Kratzer auf der CD. Also an dieser Stelle komplett das Ganze. Jetzt gucke ich mal. Ja, also das Inlay ist vollkommen in Ordnung. Es ist tatsächlich nur hier die Folie, die so Wellen geschlagen hat. Und die kann man natürlich locker ersetzen. Von daher bin ich absolut zufrieden. Habe auch hierfür, ich glaube, tatsächlich nur 1 € in der Auktion bezahlt und auch hier 1 € noch was versandt, also auch unter 3 € auf jeden Fall insgesamt. Da kann ich mit leben für Simon the Sorcerer, auch wenn es nicht ganz so toll sein soll wie die alten Spiele. Wie heißt es übrigens überhaupt? Wer will schon Kontakt? Ah ja, es war mit Aliens. Es gab ja eins, was mit irgendwie Märchenfiguren waren und dann dieses mit Aliens. Ich bin gespannt, wie gesagt. Mal gucken, wann ich spiele. Jetzt zu Rebuy, wie gesagt. Und zwar hier sei direkt schon mal angekündigt, es wird noch eine weitere Folge aufmachen in naher Zukunft geben. Denn Rebuy hat hier scheinbar, nicht scheinbar, hat meine Sendung in zwei Sendungen verteilt, was aber mein Fehler war. Denn, kann ich euch nur als Tipp geben, ich habe bei Rebuy geguckt, Mirko von Mirkos Kosmos, schöne Grüße an der Stelle, hat auch in seinem letzten Laberalarm davon erzählt, dass er bei Rebuy zugeschlagen hat, weil die hatten irgendwie 10% Rabatt. Plus Gratisversand oder so. Und da habe ich auch zugeschlagen, bin mal meine Wunschliste durchgegangen, habe auch wieder ein bisschen gestöbert. Hatte dann schon bestellt und danach fiel mir ein, ach verdammt, warte mal, du hast gar nicht nach Curb Your Enthusiasm geguckt. Leute, die das hier schon länger gucken, wissen ja, das ist eine meiner Lieblingsserien mit Larry David. Und tatsächlich gab es dann ein paar Staffeln, ich glaube zwei oder drei Staffeln meine ich, sehr günstig auf DVD. Und da habe ich dann
nachträglich nochmal zugeschlagen. War zwar ärgerlich, weil zweimal Versand. Hier ist auch 8, sie sind auch ab 18, glaube ich, teilweise. Hätte natürlich in eine Bestellung gekonnt. Jetzt habe ich auch schon gespoilt, was hier drin ist. Meine Güte, also es ist auf jeden Fall Curb Your Enthusiasm. Und Mirko hat auch in seinem Video erzählt, er ist irgendwie zu doof, diese Rebuy-Pakete aufzumachen. Und das ist offensichtlich bei mir auch der Fall. Die haben hier keine schöne Lasche, die sind hier einfach irgendwie verklebt. Hätte ich mal doch die Unboxing-Schere genommen, aber ich denke mal, ich werde es auch mit roher Gewalt einfach so auflegen, jawohl. Ah! Na, so. Also, wir haben hier Curb Your Enthusiasm, meine Güte, dieser Zungenbrecher. So, ich hole sie schon mal raus. Sie sind nochmal schön mit Packband hier zusammengepackt, dass sie nicht rumpurzeln, sage ich mal, in der Verpackung. So, jetzt sortiere ich einfach mal für euch, dass wir mal hier chronologisch vorgehen. Es sind sogar 4 Staffeln, sehe ich gerade, die ich gekauft habe. Bei der einen bin ich jetzt gar nicht sicher, ob ich sie doppelt gekauft habe, aber da sehe ich, die ist sogar noch sealed. Das ist natürlich cool. Ich meine, also ich habe sie auf jeden Fall digital bei Amazon Prime gekauft für 5 Euro oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie auf DVD auch schon habe. Werde ich ja merken. Also, wir haben auf jeden Fall hier The Complete Second Series. 10 Folgen. Und wie man sieht, hier noch verschweißt. Also, Glück im Unglück. Falls ich sie schon haben sollte, kann ich die hier bestimmt gut wieder abstoßen, weil sie noch verschweißt ist. Dann haben wir einmal The Complete Fourth Series, die 4. Staffel natürlich. Auf 2 Disketten auch. Disketten. Auf 2 Discs. 2 Scheiben. Ja. Dann die komplette 6. Staffel einmal. Auch in schönem Pappschuber hier. Ah, und auch so eine Mappe zum Aufklappen mit kleinem Booklet und den 2 DVDs dabei. Ja, sehr schön. Also wie gesagt, jedem, der sie noch nicht kennt, kann ich die Serie nur wärmstens empfehlen. Gucken mal bei Amazon Prime, da gibt es die manchmal im Angebot. Ich habe sie, wie gesagt, die ersten beiden Staffeln für jeweils unter 5 Euro mal, glaube ich, irgendwie um den Dreh gekauft, weil es sie halt auf DVD und so normalerweise nicht so günstig gibt. Das sind jetzt Ausnahmefälle. Also bei Interesse einfach mal bei eBay, Rebuy und Konsorten die Augen offen halten oder halt einfach regulär kaufen für 20, 30 Euro aufwärts. Ich glaube 30, 40 eher. Ja, letzte Staffel, die komplette, also nicht die letzte Staffel, aber die letzte Staffel hier in diesem Paket, die komplette 7. Staffel. Ist das die mit Michael J. Fox? Ich gucke gerade mal. Na, sieht man hier nicht. Ah, das ist aber die mit, sehr schön. Übrigens, ein kleiner Tipp für Seinfeld-Fans. Also, Larry David ist ja Mitschöpfer von der Serie Seinfeld. Und für alle Fans dieser Serie kann ich die Staffel hier nur empfehlen, denn man sieht es hier vielleicht auch schon. Ja, ein bisschen unscharf, aber man kann es vielleicht erkennen bei diesem Bild hier. Es geht hier in dieser Staffel unter anderem um eine Fortsetzung von Seinfeld. Die ganzen Originalschauspieler sind dabei, spielen sich natürlich selber. Und es geht darum, dass man Seinfeld zurückbringen will und macht unheimlich Spaß. Also ja, Seinfeld-Fans werden, denke ich mal, nie wieder näher an eine Fortsetzung kommen als hier in dieser Staffel Curb Your Enthusiasm. Ja, das war es auch schon. Wie gesagt, das ist ja nicht so viel, deshalb ist die Folge auch nicht so lang. Das zweite Paket, was ich bekomme, wird etwas größer sein. Ja, werdet ihr sehen, wird dann die nächsten Tage irgendwann nachgeschoben. Das soll es aber jetzt gewesen sein. Falls ihr zum ersten Mal dabei seid oder noch nicht abonniert habt, gerne jetzt abonnieren. Irgendwelche Kommentare gerne unten in die Kommentare schreiben. Überraschung. Gerne liken, teilen und der ganze Schmuh. Das soll es gewesen sein an Werbung und das war es auch jetzt wirklich mit dem Video. Ich sage, wie immer, danke fürs Einschalten und bis demnächst.